Jetzt muss alles schnell gehen. Der Flieger aus Griechenland ist gerade gelandet. Rund 25 Minuten hat das Personal Zeit, um den Flieger wieder instand zu bringen. Es wird auch der Zeitdruck hier immer größer. Die Airlines lassen uns immer weniger Platz, weil die wollen natürlich die Flieger in der Luft haben. Und dann muss man das in einer kürzeren Zeit auch schaffen. Dann greifen wieder alle zu und dann geht's. Pro Minute fließen 800 Liter Kerosin in den Tank. Der Pilot gibt Bescheid, wie viel er für seinen Flieger benötigt. Ja, wir hier am Flughafen Linz haben ein eigenes Tanklager, wo wir im Grunde so viel Sprit lagern, dass wir 2 Tage durchkommen, auch wenn einmal die Versorgungskette im Hintergrund nicht funktionieren täte. Check-in am Linzer Blue Danube Airport. Ab hier beginnt für die meisten der wohlverdiente Urlaub. Währenddessen tritt unser Gepäck eine 6-minütige Reise an. Hier darf auch nicht mehr gefilmt werden. Denn am unterirdischen Kollektorgang durchläuft das Gepäck verschiedene Sicherheitsstufen. Diese Sicherheitskontrolle unterliegt Verfahren, gesetzlichen Vorgaben, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Also die Gesetze, wo das drinnen steht, die kann man auch nicht im Internet öffnen, sondern die sind nur einem ganz bestimmten Personenkreis zugänglich. Es werden auch ab und zu Suchtgift oder Schmuggelgegenstände gefunden, die dann aber vom Zoll behandelt werden, die im Grunde nichts zu tun haben mit der Luftfahrtsicherheit. Ansonsten ist uns als Flughafen bis jetzt nicht bekannt, dass bei uns etwas herausgefiltert wurde in der Anlage, das wirklich zu einem schweren Schaden hätte führen können. Auf diesem Band laufen im Extremfall 5 Destinationen gleichzeitig. Und der Mitarbeiter, der das dann hinaufsortiert auf die Gepäckspender, der muss dann im Grunde wirklich ganz genau jedes einzelne Tech anschauen, wo das hingeht und immer wieder zwischenkontrollieren, dass die Wagerl, die was dann gebaut werden, auch zusammenpassen. Weil der Mitarbeiter am Flieger draußen dann hat nicht mehr die Zeit, dass er sich das nochmal anschaut, sondern der muss wirklich schauen, dass er das dann schnell in den Flieger einladet. Währenddessen begleitet der Follow Me die ankommenden Flieger zu ihrer Parkposition. Mit den ganzen kleinen GRC-Flieger und Flugschein- und Privatflieger kommen sicher 100 Flieger am Tag, die was du einfach super begleiten musst und auf die Positionen stellen musst. Zurück zur Maschine aus Griechenland. Das Catering wurde an Bord gebracht. Das Putzpersonal ist fertig. Die Crew steigt ein. Jetzt können auch die Gäste den Flieger betreten. Es gibt 2 verschiedene Checks. Das eine ist das, was der Pilot bzw. seine Techniker durchführen. Mit dem haben wir als Flughafen hier gar nichts zu tun. Das zweite sind die Checks, die vor dem Start durchgeführt werden. Da gibt es einen Walk-Around-Check, wo dann unser Mitarbeiter sich ganz genau anschaut, Tragfläche, Türen geschlossen, Triebwerke, und dann signalisiert er das auch dem Piloten, dass der immer Bescheid weiß, weil der sieht die Triebwerke nicht, der hat keinen Rückspiegel wie beim Auto. Dann wird dem Piloten das Startzeichen gegeben. Im nächsten Teil unserer Flughafenserie geben wir Tipps, was Sie beim Buchen beachten müssen. Nächsten Freitag hier auf LT1.